Vielleicht hätte sie anders gedacht, hätte sie gewusst, dass im Mikrofon, den dem Plattenspieler eine Schrotpatrone geduldig darauf wartete, eben diesem Leben ein jähes Ende zu setzen. Ihre Laune hatte sich inzwischen erheblich gebessert. Frohgemut öffnete sie ihren Mund und begann, lauthals mitzusingen. Tanzschule des Grauens, Teil 3. Little Hop of Horrors, Part 3. Die Swing-Version von Mack the Knife, die Frank Sinatra zu Gehör brachte, hatte schon so manche Anfechtung durchgestanden. Es war durchaus damit zu rechnen gewesen, dass sie auch Evas stimmgewaltige Neuinterpretation überleben würde. Damit, dass Eva selbst sie überleben würde, war schon weniger zu rechnen gewesen. Wenn ihr Gehirn jetzt nicht bröckchenweise die Decke des kleinen Tanzsaales zierte, war dies nur der Tatsache zu verdanken, dass der Killer einen entscheidenden Umstand übersehen hatte. Eva L. brauchte zum Singen kein Mikrofon. Als ihr Gesang mit Frequenzen, die ein startendes Space Shuttle von Neid hätten erblassen lassen, aus ihrem Rachen hervorbrach, befand sie sich genau 08,15 Meter vom Mikrofon entfernt am anderen Ende der Tanzfläche. So kam es, dass nur die Wandspiegel und ein paar zart beseitete Steppschüler unter dem Ansturm der Schallwellen angstvoll erbebten. Der Mikrochip hingegen, der der Patrone mit dem Elefantenschrot die höfliche Aufforderung zukommen lassen sollte, gefälligst ihrer erlernten Tätigkeit nachzugehen, wartete weiterhin ungerührt auf seinen Einsatz. Er würde ziemlich lange warten. Eva bekam von alledem so viel mit wie die Atacama-Wüste in Chile vom indischen Monsun. Sie war gerade damit beschäftigt, ihren Steppern einen weiteren Besuch beim Orthopäden zu bescheren. Nach dem Step-Shuffle-Hop-Step kommt dann ein Scuff. Eva schwang ihr Bein nach vorn, als wollte sie irgendeinen imaginären Fußball quer durch irgendein imaginäres Stadion mitten in irgendein imaginäres Tor schießen. In dem Moment, in dem ihre Ferse mit der Wucht einer Dampframme auf das Parkett hämmerte, durchpeitschte ein trommelfelzerfetzender Knall den Raum. Evas Steppschüler standen erstarrt wie Lots Frau nach ihrem letzten Blick auf Sodom. Wie durch Watte hörte Ines weh ihre eigene Stimme. Den Scuff also mit rechts? Ines! Evas Antwort brachte die Wandspiegel erneut gefährlich nahe an die Grenzen ihrer physikalischen Belastbarkeit. Natürlich mit rechts! Wie denn sonst? Im Saal darüber stöhnte Manuela E., Leiterin der Jazzformation, innerlich auf und verfluchte den Idioten, der wieder die Türen zum Keller offen gelassen hatte. Dieses Allegro Furioso aus Schuhgeklapper und Eva Sopran raubte einem den letzten Nerv. Sie konnte es nicht wissen, aber die Störung durch eine Stepplehrerin, deren Trümmer auf dem Weg in eine erdnahe Umlaufbahn das Parkett neben ihr durchschlagen hätten, wäre erheblich spektakulärer ausgefallen. Und auch der Killer konnte nicht wissen, dass in der neuen Stepp-Choreografie kein einziger Scuff mit dem linken Fuß getanzt wurde. Als Eva bald darauf die Stunde beendete, waren ihr die erschöpften Stepper sehr dankbar. Eigentlich hätten ihr alle Anwesenden sehr, sehr dankbar sein müssen. Schließlich ist es nicht immer angenehm, in der Zeitung zu stehen. Als Eva L. an diesem Mittwoch nach Hause fuhr, lag ein scheinbar völlig normaler Tag hinter ihr.
Müde lenkte die platinblond gefärbte Tanzlehrerin ihren metallikgrünen Kompaktklassewagen aus dem Niemandsland zwischen Bürgersteig und Radweg. Sie ahnte nicht, dass ihr Leben noch eben einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt gewesen war. Sie wusste nur eines. Sie brauchte dringend einen Kaffee. Ende.